Hallo und willkommen zurück bei Alien Isolation. Ja, okay, ich habe gerade gedacht, mein Controller funktioniert nicht. Doch, er geht, er hing nur ganz kurz. Ja, wo ist denn unsere liebe Anne abgeblieben? Man wird langsam ein wenig wahnsinnig, das gebe ich zu. Und ich versuch auch tatsächlich, das Spiel, gerade jetzt am Wochenende, da klappt das immer gut, auch nachts aufzunehmen. Sonst in der Woche, wenn es dunkel ist. Und ich mich hier abschotte in meinem Kämmerlein. Ja. Thor's Run. Mhm. So, wir müssen, wo mussten wir hin? Ich muss mal kurz... Transit Solomons Habitat. Da geht's hin. Ja. Dahin also. Ihr habt natürlich jetzt zwischendrin auch, ich habe es ja mittlerweile, da ich ja mal im Voraus aufnehme, auch mitbekommen, ne? Ich kann mich hier nach trotzdem richten, wo wir lang müssen, auch wenn wir keine Karte haben. Und es schrieb auch jemand, und ja, das finde ich teilweise auch, wenn man eine Stelle 10, 15 Mal wiederholt, dann nimmt der Gruselfaktor so ein bisschen ab. Das stimmt vollkommen. Aber so wie ich die Stelle geschafft habe und in dem nächsten Raum bin, dann ist es sofort wieder da, weil man sich denkt, fuck, jetzt bin ich weitergekommen. Jetzt will ich auch weiterkommen. Und ja, schon hat man die Hosen wieder voll. So. Damit fahren? Ja, ne? Komm, wir fahren mal hier mit. Sehr energisch gedrückt. Die anderen sind schon vorgefahren. Wir kommen jetzt nach. Oh oh. Vielleicht hat. Gott! Ich dachte gerade, Moment, ich höre doch Stimmen, wo kommen die denn auf einmal her? Das darf da nicht wahr sein. Wow. Ja, ihr habt gesagt, ich hätte auch einen Death-Counter einfügen sollen. Das stimmt vollkommen. Und jetzt fällt mir auch ein, was ich vor der Aufnahme machen wollte. Ich wollte nachschauen, wie oft ich schon gestorben bin. Dann hätte ich das unter Umständen, ja, ohne Nachbearbeitung mit dem Dev-Counter, ich lade die Folgen ja dann in der Regel direkt so hoch, wie ich sie aufgenommen habe, ohne da was nachzubearbeiten. So, jetzt kommen da wieder Leute. Ich verstecke mich mal. Zack. Ist das ein bisschen schwierig mit dem Einfügen? Da kommt er. Da ist er. Vielleicht hat er eine bessere Gegend für Plünderungen gefunden. Oder einen Weg runter von diesem Schrotthaufen. Moment, entweder das oder cool. Falls Sie etwas an unserem Transitdienst zu bemängeln haben, füllen Sie bitte eines der zur Verfügung gestellten Formulare aus. Oh. Alter, wow, ein Schuss, der daneben ging. Ich bin beeindruckt. Okay, das sind drei. Okay. Die kommen aber erst, wenn ich da dran drücke, ne? Ich glaube, ich habe eine super fantastische Idee. Pass auf. Entweder wir verstecken uns hier. Oder die gehen ja anscheinend hier lang. Die anderen beiden bleiben hier. Und der eine ging hier so in die Richtung. Entweder ich könnte mich hier verstecken. Oder ich verstecke mich tatsächlich dort im Schrank. Wir probieren erstmal einen Schrank. So, das dürften die ja nicht checken, ne? Wir entschuldigen uns. Ach, hier kann ich auch ranzoomen. Vielleicht hat er eine bessere Gegend für Plünderungen gefunden. Oder ist euch zusammen von diesem Schrotthaufen. Wir schaffen das schon. Entweder das oder wir schließen uns endlich auf dem Habitat-Deck ein. Vielleicht kommt ja unser Kumpel N vorbei und erledigt die drei. Ja, guck mal, die gehen da lang. Ach, vier sogar. Lol. Fühlst du dich sicher? Ich nämlich nicht. Und ich find's mega gut, ne?
dass ihr da auch so mitfiebert und selber richtig mittendrin seid, schreibt ihr mir immer wieder, wie nervenzerrend das sogar für euch ist beim Zuschauen. Wir schaffen es, das verspreche ich. Finden wir Sinclair. Wir sollten uns auf keinen Fall aufteilen. In der Gruppe sind wir sicher. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Dieses Viech ist. Haltet nach Bewegungen Ausschau. Ach, die gehen wieder? Ich brauche nur einmal freie Schussbahn, dann halte ich es schon auf. Ach. Ach, da ist der Letzte. Ach, das ist ja cool. Na, nicht so laut. Okay. Das war dann viel einfacher als gedacht. Glück gehabt. Es gibt auch noch so einen Überlebensmodus, hatte ich gesehen. Beim Spielladen kann man ein neues Spiel machen. Oder das normale Hauptspiel, dann den DLC. Oder einen Überlebensmodus. Ich weiß aber nicht, was es mit dem Überlebensmodus auf sich hat. Weiß es jemand? Oh. Alter, erschreckt mich nicht so. Oh ja. Hier wird ja erstmal nichts sein, oder? Ich finde es echt erstaunlich, dass wir überhaupt bis hier hingekommen sind, ohne dass ich großartig Ripley, irgendwelche Sachen eingesetzt habe. Gehen Sie einfach oben auf der Treppe rechts. Es ist nicht zu verfehlen. Kein Alles klar. Kommen Sie einfach hoch. Wait, Ende. Oben Treppe rechts, machen wir. Aber waren wir hier schon drin? Ach nee, hier ist unser Gerät noch unzureichend. Ja. Der hat gesagt, an der Treppe rechts, ne? Wir sind jetzt sicher. Waits hat einen Plan. Einen Plan? Wirklich? Seine verdammten Pläne haben uns bisher nicht besonders geholfen. Vielleicht sind wir hier sicher. Zumindest vorübergehend. Ha. Hier vorne steht jemand und weiter hinten. Komme ich nicht weiter, wir müssen da lang. Ui. Aber die bleibt standhaft. Das ist schlecht. Rettungsschiffe sind unterwegs, oder? Also ich gehe jetzt davon aus, dass das Gegner sind. Denn unsere Leute sind es nicht. Nicht, dass du mich da allein gelassen hast. Da können wir gern gleich nochmal überlegen. Dann schaue ich erst nochmal in die andere Richtung. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Hier die Container, ich habe es aufgegeben. Dass ich hoffe, dass da was drin ist, weil zu ja, 90-95% sind die einfach leer. Auf dem Schwierigkeitsgrad. Aha. Auch die Steuerung ist so toll, ne? Auch die Bewegung. Auch wenn man so ein bisschen rechts und links geht, schwenkt sie mit. Das ist aber nicht nervig wie bei manchen anderen Spielen. Oder man läuft auch nicht wie auf Schienen, sondern. Das ist eine richtig, richtig tolle Steuerung. Oh. Was ist denn das? Ethanol. Jo. Da ist noch so eine kleine Kiste. Ja, dann müssen wir da hinten weiter. Jupp.
Okay. Boah, ich bin immer noch enttäuscht vom Elektroschocker. Vielleicht können wir die gebrauchen. Die ja vielleicht hier in eine der Richtungen locken und dann einfach, wenn sie hier näher kommt, die andere Richtung weitergehen. Mich mal so kurz zeigen lassen. Huhu. Huhu. In einem vergangenen Leben das Problem ist der zweite. Soll ich es mal probieren? Ich wüsste jetzt keine andere Idee, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß aber auch nicht, ob die das hören. Oh Mann. Na, kann ich wieder mitnehmen. Unglaublich, wir haben ihn einfach erschossen. Hier ist alles so schnell außer Kontrolle geraten. Die entdeckt mich nicht? Echt nicht? Oder sind das vielleicht gar keine Feinde? Oh, das wäre jetzt so lustig. Warte mal, ich gehe da jetzt hin. Waren Sie das? Haben Sie den Transit zum Laufen gebracht? Oh, gute Arbeit. Gott! Oh nein! Tischkante, Achtung! Gefahr kommt! Ach komm, woher sollst du das denn wissen? Sonst schießen sie alle auf dich. Ja, das war ich. Das darf echt nicht wahr sein. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Dinge aus der Hand legen kann. Ich nehme mal den. Wie geht's, Taylor? In stabilem Zustand. Sie ist bald wieder auf den Beinen. Samuels ist gerade bei ihr. Okay. Sie haben den Transit in Gang gebracht, Schätze. Wir sind quitt. Wo steckt Ricardo? Bereitet unsere nächsten Schritte vor. Hören Sie, ich bin beschäftigt. Marlow sitzt hinter Gittern. Der Abschaum, der mit ihrem Flugschreiber rumgelaufen ist. Wo ist Marlows Schiff, die Anisidora? Die hat er in Parkbahn um den Gasriesen gebracht. Der Scheißkerl will uns nicht die Betriebscodes geben, um sie per Autopilot hierher zu bringen. Vielleicht können Sie mehr aus diesem Idioten rauskriegen. Sprechen Sie mit ihm. Mit Marlow sprechen, yo. Ey, es tut mir echt leid an alle, die sich die letzten 10 Minuten gedacht haben, geh doch einfach dahin. Aber ich wusste es ja nicht. Ich wusste nicht, ob das Gegner sind oder nicht. Und die meisten sind ja halt Gegner. Ich wusste ja nicht, dass die hier direkt ihr Lager haben. Mann, das ist so eine Scheiße. Also, ich find's gut. Ich dachte, hier liegt eventuell noch so eine Karte rum, so eine Personalkarte. Hallo. Marlow? Wer fragt? Ich bin Ripley. Die Firma hat mich geschickt. Schon für den Flugschreiber hier? Ihr seid ganz schön eifrig, das kann ich nicht abstreiten. Ich bin aus privaten Gründen hier. Meine Mutter war auf der Nostromo, als sie vor 15 Jahren verschwand. Tatsächlich? Wir haben Ihr Schiff nie gefunden, Ripley. Nur den Flugschreiber. Aber Sie haben ganz klar was anderes gefunden. Was ist da draußen passiert? Ich muss hier raus, Ripley. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Legen Sie einfach los. Ich will alles wissen.
Jack, können Sie mich hören, Luis? Ja, ich schon ein bisschen, aber wir hören Sie mal auch. Machen wir langsam. Ich will das Signal in einem Stück erreichen. Wenn Sie ein Stück wollen, Foster, hab ich hier was für Sie. Ich habe leider keine Lupe dabei, Hayes. Okay, genug jetzt. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Ich will keine Fehler erleben. Das ist die Außeneinsatzmission, die ich meinte. Ja, geil. Oh, das finde ich so genial damals. Ich bin so gespannt, ob das nur in meinem Kopf geil war oder ob es wirklich geil war. Ich glaube, das ist wirklich ganz cool. Nice. Das ist jetzt eine Rückblende, oder? Ah, also. Foster, Meeks, haltet eure Augen offen. Verstanden. Das ist so geil gemacht. Es müsste mehr Spiele mit so einer Atmosphäre geben. Also mit so einer dichten Atmosphäre. Soma war ja auch ein tolles Spiel. Das haben wir auch mal durchgespielt. Luis, konnten Sie das Rufsignal inzwischen entschlüsseln? Negativ, keine Ahnung, was das ist. Gut. Wenn es ein Rätsel ist, ist es unbekannt. Wenn es unbekannt ist, könnte es wertvoll sein. Das könnte unser größter Fund sein, Marlowe. Könnte sein. Ja, das ist eine Rückblende, ne? Marlowe und hier, wir spielen gerade die Mutter oder was von Ripley? Mal nach Schwachpunkten umsehen. Warten Sie hier. Ach nee, wir sind Marlowe. Ah, sorry. Wir sind Marlowe. Entschuldigung. Ja. Ein Weg um das Hindernis finden. Okay, dann schauen wir uns mal um. Da kommen wir nicht durch. Da komme ich nicht hoch. Hey, ist hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Okay, aus der Sicht von Marlowe erleben wir das. Hier ist ein Durchgang. Ich sehe ihn mir mal an. Wenn Sie nicht zurückkommen, dann warten Sie eben länger. Oh oh. Das in VR. So fantastisch. Au. Na toll. Marlowe, alles in Ordnung? Ja, alles klar. War ganz schön knapp. Ich glaube nicht, dass ich den gleichen Weg zurücknehmen kann. Passen Sie einfach auf sich auf, verstanden? Ja, ja. Ja, ich glaube auch, dass wir den gleichen Weg nicht zurücknehmen können. Sehen, wo sie sind. Ich glaube, ich habe was gefunden. Na toll. Ah ja. Das Ding brauche ich gar nicht. Ich habe einen Riss im Felsen gefunden. Breit halten. Ich jag das Ding in die Luft. Oh. Go! Wow! Das war laut. Alter!
Oh, Alter, ihr seid's. Los, gehen wir. Folgen Sie mir. Ich hab gerade echt überlegt, was denn das für Licht, was da auf mich zukommt. Hey, ist hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Die Anzüge, wie die aussehen. War's das oder? Ah, geht noch weiter. Cool. Geil. Ja, Gott sei Dank. Boah, das ist immer das Problem, wenn NPCs nicht gleich schnell laufen wie man selbst. Waren wir nicht vorhin zu viert? Ah ja. Walking Simulator nur mit dem hier wird mir reichen. 10 Stunden, kein Problem. Brauche auch nichts passieren unterwegs. Einfach nur eine geile Landschaft auf irgendeinem Planeten und hier irgend so ein Zeug. Alter. Ja, einfach mal reingehen, ne? Warum nicht? Wer würde von euch hier einfach so reingehen? Was zur Hölle hoffen Sie hier zu finden, Marlow? Etwas Großes. Mutter von N. Da vorne gibt es eine Öffnung. Das Vieh. Oh mein Gott. Verdammte Scheiße. Passen Sie auf, was Sie anfassen. Machen Sie ja nichts kaputt. Was meinen Sie, wie alt das ist? Was ist das? Ein Cockpit? Dann wäre das ein Schiff. Haha, ich glaube, wir haben unsere Bezahlung gefunden. Hey, Ruhe. Was? Haben Sie Angst, wir wecken ihn auf? Entschuldigung, Kumpel. Ruhe. Wir verschwenden unsere Zeit. Sehen Sie sich um. Marlow, das ist eine Lebensform. Das war eine Lebensform. Jetzt ist es unser Eigentum. Bergungsrechte. Wir müssen unseren Anspruch klar machen, wie uns jemand zuvorkommt. Die Anesidora ist für etwas dieser Größe nicht ausgelegt. Dann nehmen wir, was wir können und kommen wieder. Sehen Sie nach, was es sonst noch gibt. Echt, da will ich auch hoch. Wir haben was gefunden. Spuren. Spuren? Als hätte jemand etwas über den Boden geschleift. Aber das ist noch nicht alles. Das wird Ihnen nicht gefallen. Was dann? Die Spuren führen hierher. Der gleiche Name wie auf dem Flugschreiber. Nostromo. Jemand war schon hier. Vielleicht haben Sie das Schiff evakuiert und sind hierher gekommen. Das sehe ich selbst. Scheiße. Wenn die vor uns hier waren, warum gibt es dann keine Aufzeichnung? Naja, wenn sie noch hier sind, war es das mit unseren Bergungsrechten. Finden wir es raus. Ich werde das Signal finden und es ausschalten. Nicht, dass noch jemand seinen Weg hierher findet. Forster, Haste, sehen Sie sich die Höhle unten an. Kann mir jemand von euch sagen, was das für eine Apparatur ist? Ich kenne das auch aus den Filmen. Sowas habe ich noch nie Aber gesehen. Menschlich ist das nicht. Das steht fest. Ist das eine Waffe? Ist das ein Fernrohr? Oder
Was macht der damit? Er sieht auf jeden Fall mega geil aus. Der Stil ist richtig, richtig toll. Da gab es doch auch vor gar nicht so vielen Monaten so ein Spiel. Scorn hieß das, glaube ich. Wo man auch in so einer Welt unterwegs ist. Das Spiel an sich war aber ziemlich bescheiden, fand ich. Ich habe es gespielt, aber nur zur Hälfte. Dann ging es mir einfach mega auf den Sack und es war einfach ätzend irgendwie. Aber der Stil ist mega gut, ey. Aber was das für eine Apparatur ist, würde ich gerne wissen. Ich weiß, jemand von euch weiß das. Sieht irgendwie aus wie so ein mega großes MG. Oder halt, aber der guckt da eher durch oder bläst er da rein. Vielleicht ist das auch ein Musikinstrument. Vielleicht ist das hier so eine Art Konzerthalle. Das wäre ein bisschen mehr so lustig. So eine Art Flöte oder so. Da kommen so ganz feine Gesänge, Klänge raus. So, komm, wir gehen mal weiter. Da stand, wir sollen in eine Höhle. Da hinten geht ein Weg weiter. Nee, oder sind wir von da gekommen? Nee, sind wir nicht. Haste. Alle wissen, was kommt, ne? Es ist so toll umgesetzt. Ich kann es nur immer wieder betonen. Es ist. Die haben sich so viel Mühe gegeben mit dem ganzen Spiel. Mix, ich habe das Signal gefunden. Ich werde genauer nachsehen. Wir kommen jetzt in diesen Bereich, wo die ganzen Eier sind. Wow. Gut, dass wir Menschen immer alles antatschen müssen. Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber das Signal sendet nicht mehr. Marlow, das müssen Sie sich ansehen. Der Wahnsinn. Bin schon auf dem Weg. Zur Seilwinde? Ah, vielleicht kommen wir jetzt runter zu den Eiern. Also ich mache das nicht aus Langeweile. In dem Anzug, der ist einfach nicht mehr drin. Kann ich denn hier schon hoch? Ja, okay. Und wie nennt man das Vieh, was da drin sitzt? Hat das auch? Das hat bestimmt alles einen Namen, ne? Lassen wir uns mal überwinden.
Da sind endlich meine Eier, die ich meinte. Oh mein Gott. Hier drüben. Überwachen Sie den Abwurf. Oh oh. Ey, ich hätte so die Hose voll. Nicht erst hier unten, schon beim Austritt auf dem Planeten. Ich muss mehr wissen. Alles. Wo ist Ihr Schiff? Wenn wir die Kommunikationsblockade brechen können, wie lautet der Code für den Autopiloten? Wenn Sie mehr wissen wollen, müssen Sie mich hier rausholen. Auf keinen Fall, Marlow. Ach ja? Na gut, Sie wissen ja, wo ich bin. Wait! Meine Armaturen im Tech-Turm sind gerade aufgeleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Es ist hier. Plan B. Bereithalten. Egal, was hier los ist, ich bin dabei. Okay, hier lang. Hab da was, das Sie gebrauchen könnten. Ach so. Da lang. Die haben von da drin gesprochen. Wir holen dich raus, Marlo. Bis später. Oh, hallo. Danke dir. Aber nicht wieder zumachen, wenn ich jetzt reingehe, ja? Wir haben immer noch die vollen Taschenlampenbatterien. Hoffentlich funktioniert das auch. Es ist ein Tier. Tiere haben Angst vor Feuer. Ich hoffe, da haben Sie recht. Naja, außer Fische. Fische brauchen doch eigentlich keine Angst vor Feuer haben, oder? Fische wissen wahrscheinlich nicht, was Feuer ist. Keine Ahnung. Ich habe einen Plan, es einzufangen. Nehmen Sie den Transit und treffen Sie Ricardo im Systec-Turm. Ich werde von hier aus alles überwachen. Nee. Warte mal, wenn du den Plan mit dem Einfangen hast, dann überwache ich und du machst das. Und der ist jetzt hier eingesperrt, weil er und seine Crew das Vieh irgendwie hierher gebracht haben, oder warum? Habe ich nicht so ganz kapiert. Hm. Wir speichern gleich nochmal. Wir sind heute gut vorangekommen, aber das Tier war ja auch nirgendwo zu sehen. So, hier wollte ich ja vorhin schon rein, aber hatte mich nicht ganz umgeschaut. Hallo? Ich kann die Taschenlampe nicht mehr anmachen? Okay. Entweder das geht hier nicht, oder weiß nicht, warum meine Taschenlampe gerade nicht funktioniert. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, ich musste bloß ein paar Mal dran rumfingern. Vielleicht hat er jetzt so eine Batterie benutzt. Ah, okay, wir haben jetzt erst die erste Batterie aufgebraucht. Wow. Ah. Die hat lang gehalten. Gefahr ist, na? Ja, wegen Marlow oder was? So, ich überwache jetzt hier. Du da.
Erste Falle beseitigt. Waits, eine Falle ist aus dem Weg. Die Kreatur hat den Sprengkörper im Habitatturm ausgelöst. Ich höre Berichte über Schaden an den Docks im Raumfahrtterminal. Wir haben sie nicht mal angekratzt. In San Cristobal herrscht Aktivität. Vielleicht ist sie zurück. Finden sie einen Weg in den Transit zum Scheme-Mid-Turm? Hoffentlich sind die Sensoren in der Rezeption der Krankenstation noch online. Haftnotizen. Zelle 2. Marlowe Henry. Status unbefristete Inhaftierung. Verbrechen. Naja, nix. Aber die Zelle war wohl noch frei, oder was? Tanaka Mike. Zelle 1. Verbrechen Trunkenheit. Außenfütterung in Zelle über Nacht. Mit Verwarnung entlassen. Zelle 3. Webster. Robert. Verbrechen häuslicher Zwischenfall. Entlassung wegen stationsweitem Sicherheitsverstoß. Okay. Du hast mich vorhin echt verwirrt mit deinem Kumpel da. So. Ripley, sind Sie auf dem Weg? Mhm. Ja. Ricardo geht vor Ihnen da rein. Ich habe Ihren Samuels-Typen zur Androidenabfertigung geschickt. Sobald das Teil tot ist, werde ich ihm Zugriff auf Apollo geben und die Abriegelung aufheben. Schafft Samuels das? Er hat gesagt, er wolle helfen und ich habe hier meine Hände voll. Außerdem ist er ein Synthet. Sollte leichter für ihn sein, da reinzukommen. Vermutlich. Ripley, wir sind das Einzige, was zwischen Sevastopol und einer absoluten Katastrophe steht. Die absolute Katastrophe hat bereits stattgefunden, Waits. Jetzt bleibt uns nichts, als das Scheißteil zu töten. Gute Antwort. Speichern. Um jeden Preis. Puh. Wieder Bahn fahren. Kommen hier jetzt wieder Leute? Eigentlich ja nicht, oder? Da war ja nirgendwo jemand. Steht hier noch was rum? Da vor der Speicherstation stand gerade noch Ethanol rum. Ah ja. Ja. Natürlich. Es wäre so lustig, wenn das Alien einfach aus der Bahn kommt und auch damit fährt. Go! Lorenz-Systek-Turm, auf geht's! Und da wird N auch wieder auf uns warten. Denke ich. Gehe ich felsenfest von aus. Haltestelle für Sixon Communication Technologies, technischer Support-Dienst und Gemini Exoplanet Solutions. Ich bin im Systek-Turm. Zum Server-Hub sollen wir, okay. Okay, wir gucken erstmal wieder, bis wohin wir normal durchkommen. Oh ja, eine Karte. Mal, die Dinger kann ich doch mittlerweile ab. Hatten wir nicht. Ey, warte mal. Wir hatten doch den Plasmaschneider. Oder ist. Der ist aber nicht nur einmalig, oder? Fuck.
da drüben nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind, das fühlt sich einfach so falsch an. Uff. Glück gehabt. Da unten kniet er. Wo ist der andere? Der guckt weiter da rein, okay. Hier sieht es sicher aus. Der geht weg. Der schaut aber in die Richtung, in die ich gerne würde. Wir müssten da hinten hin, ne? Da müssen wir, glaube ich, rein. Ich bin mir sicher, dass sie hier waren. Fuck. Wo ist denn der andere? Gesundheit. Hat einer von denen genießt? Der da geht nicht weg. Der entdeckt mich sofort wahrscheinlich, wenn ich da in die Richtung gehe. Das muss doch wohl ein Albtraum sein. Da ist es irgendwo. Muss auch noch jemand anders irgendwo sein. Ich glaube hier hinter uns oben. Ich probiere jetzt mal was. Der andere, da geht dann wieder vor. Und kniet dann dort nochmal, aber hier drüben. Ach Mist, okay. Nee, das bringt keine Punkte. Der sieht mich, also ich glaube, es ist egal, wo ich lang gehe. Der andere kommt auch gleich wieder hier vorgelaufen. Mal schauen, ob es noch reicht. Der kommt bestimmt gleich wieder hoch. Ja, passt, okay. Das muss doch wohl ein Albtraum sein. Ich probiere jetzt mal. Kann auch sein, dass schief geht. Der ist jetzt wieder bei seinem Kollegen da rechts. Jetzt warte ich wieder, bis er zurückkommt. Bis der da von unten kniet. Versuche mich dann mal irgendwie davon am Tresen vorbeizuschleichen. Ich glaube, das passt nicht. Ich glaube, der sieht mich. Hier sieht es sicher aus. Die Kreatur ist in der Nähe. Ihr habt's gehört. Hauen wir ab. Was? Hauen wir ab? Lol. Ach so, das waren wieder keine. Och, komm schon. Och, Spiel. Mann. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis sie sein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Danke, Spiel. Na gut, wir haben es geschafft. woher soll ich es denn wissen? So. Hier waren wir auch schon mal überall.
Was könnten wir denn hier verkabeln eigentlich? Wenn ich überhaupt schon mal hier reingeschaut habe. Türzugriff, okay, den bräuchten wir unter Umständen. Jetzt die Tür auf? Ne, auch nicht. Ich habe auf jeden Fall die Beleuchtung deaktiviert und die... Ist das da aufgegangen? Ich meine, da war ich schon drin. Oder ist das doch woanders? Das Spiel will zwar, dass ich irgendwie... Na gut. Ich gehe jetzt erstmal relativ unbedacht vor, solange N nicht da ist. Dann versuche einfach mein Glück. Ah ja. Hier sind wir schon mal auf dem Rückweg abgehauen vor den Androiden. Da stand hier vorne einer rum und da weiter hinten. Ja, ich erinnere mich. Ich dachte, wir hatten den Schneider schon dafür, aber... Ja, wer weiß. Hier runter? Davon ist es. Schauen wir noch fix hier rein. Anruferkennung. Was ist da oben los? Ich habe einen Anruf erwartet. Apollo, bitte warten. Ihr Anruf wird umgeleitet. Hallo, mein Hiwi-Android verhält sich seltsam. Er hört auf keine meiner Anweisungen. Apollo, bitte warten. Ihr Anruf wird umgeleitet. Ich brauche Hilfe. Ich bin in meiner Wohnung gefangen. Draußen steht ein Android und... Apollo, bitte warten, Ihr Anruf wird umgeleitet. Nachmittag, verbinden Sie mich mit dem Büro des Marschalls, es ist ein Notfall, hier raubt jemand mein Leben aus. Ich, bitte warten, Ihr Anruf wird umgeleitet. Es ist weg, es hat ihn getötet. Ich glaube, es ist noch immer hier. Bitte warten, Ihr Anruf wird umgeleitet. Ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen. Will er, dass ich wieder hier hingehe, wenn ich hier drin bin? Ich bilde mir die ganze Zeit ein, dass ich es durch die Wände hören kann. Was? Nö. Nö. Nicht noch normale Gegner. Von hier sind wir doch gekommen. Das macht ja so gar keinen Sinn, dass ich jetzt wieder hier hingehe. Oder bin ich... Scheiße. Hast
du das gehört? Da drüben ist jemand! Bei uns läuft es nicht so gut und Sie machen es nicht gerade besser. Verschwinden Sie. Sie haben die richtige Wahl getroffen. Wir sagen es Ihnen nicht nochmal. Doch wieder von hier wegfahren? Aber wir mussten doch hier rein, oder nicht? Okay, wo die jetzt herkamen, das war jetzt ein bisschen verstörend, aber dass wir das überlebt haben, wundert mich. Und das war bis jetzt. Du musst sofort die Arbeit verlassen, Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegs in ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Nee, war doch nicht richtig. Er versteckt so aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurchgesehen. Sprich mit niemandem. Okay. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde, sobald ich kann, zu dir kommen. Gerade maximal verwirrt, weil ich der festen Überzeugung war, wir wurden vorhin da hinten hingeschickt und jetzt zeigt er mir hier oben was an. Wait, die Kreatur, wie sollen wir sie einsperren? Der Turm wurde dazu entworfen, hochwertige aus dem Gasriesen gewonnene Verbindungen zu verarbeiten. Vorkehrungen zum Schutz vor Piraterie bestehen weiter. Der Turm kann abgesperrt werden. Lüftungsschächte, Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur und Ricardo verriegelt ihn. Also mir ist klar, wo wir sind. Hier waren wir schon ein paar Mal. Das ist relativ am Anfang noch gewesen. Anscheinend sind wir aber jetzt richtig. Das ist ja schon mal was. Und dass wir es überhaupt überlebt haben, wo wir gerade waren, umso besser. Annielein, komm zu Mama. Ich weiß nur, hier konnten wir speichern. Aha, da ist der Server-Hub. Ja, genau, da müssen wir hin. Und hier drin war, glaube ich, was zum Speichern. Ja! Hier waren wir auch schon mal dran. Huch! Ja. Ich hoffe, der bleibt da jetzt eine Weile, dass ich erstmal. Ich laufe einfach. Nein! Na, wie dumm! Richtung geschaut. Jetzt ist er da oben. Da oben läuft er lang. Da rechts oben, ja. So, wo müssen wir jetzt hin? Nach unten? Wir gehen erstmal nach unten, würde ich sagen. Ich hoffe, der kommt nicht ganz nach unten. Wir warten mal hier. Vielleicht geht er wieder raus und dann können wir hochgehen.
Karte. Wo ist er denn? Da oben ist die nächste Karte. Die trollen mich doch, ey. Gerade der Wehr da hinten. Da oben ist er. Er geht höher, okay. Oder ist das unser Kumpel? Kann ja auch sein. Fuck. Er meint ja auch, das ist ein Android, ne? Das ist der wahrscheinlich, der uns jetzt hilft. Dass der gar nicht böse auf uns ist. Aber ich bin mir trotzdem nicht sicher. Falls Sie diese Anlage in einem unannehmbaren Zustand vorfinden sollten, wenden Sie sich bitte an uns. Ging es da oben auf? Ja, okay, der hat anscheinend nichts. Oder? Abbrechen, abbrechen, abbrechen. N, meine Gute. Mensch. Jetzt nach einer knappen Stunde beehrst du uns endlich mal. Oh. Oh. Puh. Bleibt das Vieh jetzt so drin? Kann ich das hier absperren oder wo sperre ich das ab? Warte, ich schau mal fix durch. Fehler, Fehler, Fehler. Verschwunden. Es hat sie geschnappt und ich könnte nichts tun. Es hat. Erst hat es Duck zerrissen, dann hat es Liam halbiert und wie eine Puppe beiseite geschmissen. Dann hat es Emma in die Ecke gedrängt. Ich war im Schatten. Es hat mich nicht gesehen. Emma hat nach mir gerufen. Oh oh. Hey, N. So, jetzt will ich wissen, jetzt probieren wir das direkt mal, ob der Android gegen mich was hat oder nicht. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Erstatten Sie unterwegs Bericht. Nee, das ist ihm egal. Okay, cool. Okay, ein Versuch, direkt mal einfach normal durchlaufen. Wenn wir Glück haben, klappt das wieder. Auf der einen Seite wünsche ich mir, dass es kurz pausiert, wenn ich am Terminal bin. Ja,
Emma hat erst nach mir gerufen, hat um Hilfe gerufen, aber ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte solche Angst. Es hat sie geschnappt, aber ich werde sie finden. Falls sie dies lesen, bewaffnen sie sich. Plündern. Eric, hören Sie mich. Eric, der verfluchte Funk ist schon wieder am Spinnen. Hören Sie mich. Eric, Lincoln hier. Hören Sie mich. Ich hab's zum Tech-Support geschafft. Ich habe ein paar Wasserkanister und Batteriepacks mitgenommen. Oh, und ein paar Werkzeuge. Das meiste wurde bereits geplündert. Ich werde versuchen, in den Tresorschrank einzubrechen. Ich glaube, die bewahren da drin Sicherheitshacker auf. Könnten wir gut gebrauchen. Aber ich werde nicht viel länger hier unten bleiben. Hier ist, ich weiß nicht, es ist einfach absolut unheimlich hier unten. Ich will zurück in den Frachtraum. Rufen Sie mich an, wenn Sie diese Nachricht erhalten, okay? Okay? Okay. N ist noch nicht da. Naja, N ist dort. Das sind zwei? Was? Da ist ein Punkt, da ist ein Punkt. Abriegelung kommt. Vorratsspeicher verschlossen. Okay. Mist. Hier reingehe. Könnte gut gewesen sein, dass ich gerade hier rein bin. Dann komme ich ja nur dort raus, oder? Ach, guck mal, hier drüben geht es auch weiter. Okay. Nee. Da ist noch kein Strom drauf. Verdammt. Na gut. Das muss hier unter uns sein, direkt. Da drüben ging es ja noch. Da ist es. Oh fuck, ich glaube, da kam es jetzt gerade die Treppe hoch. Da ist es hier hoch. Ach ne, das ist er. Oh. Erschreckt mich doch nicht so. Bedeutet. Ja, Ihre Anwesenheit wurde aufgezeichnet. Ja, ja, ist ja auch okay. Ist ja okay. Sehr kleines Kind. So. Sicherheitsgitter. An die Gruppe im Lager. Wir können keine Wache rund um die Uhr aufstellen. Aber mit der freiwilligen Wache und dem bestehenden Sicherheitssystem des Turms ist alles wasserdicht. Ab jetzt werden die Sicherheitsgitter für niemanden geöffnet. Und die Vorratsbeschaffung läuft über mich. Wir können das schaffen, Leute. Thompson. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Es ist eng, dreckig und der Müll fängt an zu vergammeln. Ich weiß nicht mal, ob wir hier überhaupt sicher sind. Letzte Woche sind Carter und Thompson von ihren Erkundungstouren mit Waffen zurückgekommen. Ich sehe ein paar Leute hier plötzlich in einem anderen Licht. Vielleicht hat diese Frau Winters recht. Fehler. Na, nächste Abriegelung. Zugang verschlossen. Und jetzt?
Ich glaube, wir müssen ganz... Ach nee, da ist noch was. Ja. Das müssen wir noch abriegeln. Okay. Hatte ich vorhin tatsächlich schon gesehen, aber vergessen oder dann wieder übersehen. Okay, das müsste das Letzte sein, ne? Versuch mal den universalen Code 555 Nase. Geht nicht. Gehackt. Franco, ich habe mir die undichte Stelle im Archiv angesehen und bin mir ziemlich sicher, dass es ein Hardwarefehler ist. Die Arius-Systeme sind zu alt für die richtigen Integration in komplexe Programme wie Apollo. Ich habe noch etwas anderes entdeckt. Sieht aus, als hätte jemand in den letzten paar Jahren auf persönliche Nachrichten und Kameraaufzeichnungen zugegriffen. Vorstandsetage, San Cristobal. Sogar das Marshall-Büro wurde gehackt. Sag Ihnen der Name Ransom etwas? Ja. Fuck, da unten. Ah, shit. Hau ab, ey. Komm, geh da wieder hoch. Ich muss nochmal an Terminal ran. Puh. N hört aufs Wort, das finde ich gut. Ein immer bessere Kumpel. Das hier, Ordnercode 7789. Replay, es ist alles bereit, lassen Sie das Programm laufen, um den Sicherheitsordner zu öffnen. 7789. Utris, Ransom. Ja. Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelaisarchiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ricardo, Serverrezeption verschlossen. Gute Arbeit. Gehen Sie zur Serverfarm durch. Leise. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Aber es muss ja trotzdem niemand sonst Bescheid wissen, oder nicht? Wenn Sie den Mund aufmachen, wird das Konsequenzen haben. Ich meine, es gibt vieles, das Marie nicht weiß, oder? Lassen Sie sie entschlüsseln und geben Sie mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Es muss nicht eskalieren. Oh. Gott sei Dank. Ich würde gern speichern. Fuck you. Das ist gemein. Das ist jetzt relativ viel, was wir machen müssen. Ach Mann. Gab's da nichts zum Speichern zwischendrin, ne? Ricardo schließt die Abwicklung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Grüß dich, meiner. Ich probier's nochmal auf gut Glück einfach. Einfach durchgehen.
Ich weiß, es macht null Sinn, dass ich die Dinger mitnehme, aber ich kann die da nicht liegen lassen. Vorratsspeicher verschlossen. Wir hätten vielleicht hier von rechts den Gang irgendwie gehen müssen. Aber. Wartungszugang verschlossen. Da hätten wir wahrscheinlich eh wieder nichts gefunden. So, und dann das wieder. Jetzt weiß ich wieder nicht. Hätte ich gehen können, oder? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, scheiße. Sollte ich da rein, oder? Sollen wir denn lang? Stimmt rüber, aber ich hätte gern was zum Speichern, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen hatte ich gehofft, dass es das hier gibt. Karte? Immerhin eine Karte gefunden. Ist ja auch viel wert. Du bist mein Kumpel. Du tust mir nicht weh, du verfolgst mich nicht, du erwürgst mich nicht. Ich habe am Terminal in der Serverfarm eine Notfallabriegelung eingerichtet. Sie müssen sie dort auslösen und dann raus. Fick dich, fuck! Alter! Wow! Dort, das kam überraschend endlich. Oh, vor allem hier ist was zum Speichern. Ist mir jetzt egal, ob die Gefahr nah ist oder nicht. Wir haben es geschafft, bis zum Speicherpunkt. So, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Das war's für heute. Ich bedanke mich und ja, schönen Tag noch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Huiuiui, war das spannend. Ciao.